Ich guck mich gerade mal um und wir müssen ja die Stücke sein. Also wie viel die ganze Decke hier muss auch noch gemacht werden in der Hütte. Ja, für die Bäume oder so. Es sind nur noch 564 Stämme. Ja, nur. Ah, vielleicht der Turm. Der hier noch hinten ist. Ich brauch der Stöcker. Ja, kann theoretisch auch sein. Ich meine, da hinten sind auch noch zwei Dinger. Ich glaube, das kann sein. Der braucht Stöcker. Hä? Der braucht Stöcker. Ich hab hier hinten ganz diesen Absprungturm gesetzt, oder? Stöcker. Ja, der braucht ein paar mehr. Ja, es wird schon wieder dunkel. So, Stöcker sind gleich fertig. Brauchen wir Ravenfälle und Bomben. Ich habe voll die Paranoia, dass ich immer mal wieder von dem Typen für diese komischen Viecher noch. Weil jetzt gerade ist Ruhe. Wir hatten aber eben gerade echt viele teilweise. Gut, was haben wir denn noch? Wir müssen ja noch. Ja gut, wir müssen auf jeden Fall die Dings basteln. Die das Baumhaus dahin fertig machen und. Da ist auch noch ein Baumhaus hin. Hä? Weil da hinten ist auch noch ein Baumhaus. Boah, schreck mich nicht. Jetzt dachte ich, das ist jetzt irgendwer. Irgend so ein Mutant. Ja, ich bin das Tentakelmonster. Ich merke das schon. Ja. Ich verbrauche dringend mal wieder Medizin. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal wieder geschlafen bekommen. Aber das können wir hier wahrscheinlich nicht. Ja, das ist bestimmt noch zu früh. Mhm. Wir machen wahrscheinlich hier nur noch eine halbe Stunde. Weil wie gesagt, zu dritt ist es einfach schwierig, ein bisschen was zu machen, so jetzt groß zu unterhalten. Mit vier Leuten kannst du wirklich so ein bisschen auf Expedition gehen. Deswegen auch inzwischen da halt mal der Umswitch in andere Spiele. So. Nee, aber so viel ist es nicht mehr. Ungefähr ein Viertel oder so noch. Nein, etwas weniger. Die Hälfte auf ein Viertel. Nachtel. Allzu lange hätte ich heute sowieso nicht gemacht. Nee, alles gut. Ich bin, wie gesagt, auch nur 2 Stunden geschlafen. Etwas durch momentan. Wir haben jetzt irgendwie neue PCs gekriegt bei uns wegen Windows 7 Umstellung. Was ist dieser Klimabaumfeld? Und das Blöde ist, die Einzige, die sich so ein bisschen mit der Materie auskennt bei uns im Büro, das bin ich. Und ich renne seit einer Woche den ganzen Tag nur durch die Gegend, weil jeder Kollege schreit. Weil dies nicht geht und das wieder nicht geht. Oh Gott. Ja, ich habe schon gesagt, also momentan ist es soweit. Da könnte ich bei meinem Chef den Stundenlohn für unserem ITler beantragen, ehrlich. Also ich bin jetzt froh, dass ich erstmal jetzt 4 Tage frei habe. Ja, die habe ich, in 4 Wochen habe ich 4 Tage frei. Na, ich habe jetzt die Woche 4 Tage frei und dann in 2 Wochen nochmal. Aber regulär. Ich habe jetzt 3 Tage Urlaub genommen, weil ich jetzt am Freitag wegfahre für ein paar Tage. Und ja, die quasi über Karneval dann mal so frei bekommen, weil ich davor die Woche Nachtschicht habe, 5 Tage. Ja, ich werde Anfang März, wenn ich da die 3 Tage Urlaub habe, da werde ich wegfahren. Ja, ich bin an meinem Geburtstag bloß nicht hier bin. Nee, wie sie, ich bin Ende März, also quasi in 7 Wochen fliege ich quasi mal für ein paar Tage, 2 Tage nach Hause, 2, 3 Tage. Da fliege ich nach Köln zurück. Okay. Kommst du gebürtig aus Köln? Naja, nicht gebürtig, aber ich habe lange da in der Gegend gewohnt. Ich habe auch in Köln gearbeitet, 13 Jahre. Wo wohnst du jetzt, wenn ich fragen darf? Nicht weit von Leipzig weg. Ach ja, hatten wir mal genau. Ja. Ich war letztes Jahr noch, ne? Ja.
Köln, da bin ich ja doch schon ein bisschen in der Nähe. Ne? Ich fahre jetzt am Freitag erstmal ins Ruhrgebiet, also fast Ruhrgebiet. Okay, ja, wir fragen, wo wir jetzt alle wohnen. Sabrina, wo wohnst du? Lünen. Das ist irgendwo am Ruhrgebiet oder was, ne? Kurz davor. Lünen ist direkt neben Dortmund. Ah, ja. Wann wohnt ihr weit weg? Bitte? Wann wohnt ihr beide weit weg? Markus ist quasi ein fast Nachbar von mir. Der wohnt drei Orte weiter. Warum wohnst du denn? Ich komme aus Aurich, das ist in Ostfriesland. Was sagt du das? Ja, ich. Eine Bekannte von mir, die kommt auch gebürtig daher. Ich will das Fliegen kennen. Oh, Leute, da kommt wieder. Ich hasse das, wenn es dunkel ist. Ich sehe die nämlich nicht, wo die Gegner herkommen. Ja, die konnten sich unten noch ruhig ein paar Fackeln anbringen, ne? So, irgendwas ist gerade vorbeigelaufen an mir. Eins hat auf jeden Fall der Kettensäge mal gut was mitgekriegt. Mal mit hoch. Da hinten kommt wieder was angerannt. Ach ja, und genau, und ich wieder schön hier den Turm runter. Ach ey. Da liegt man mit der Kombi. Jetzt kriegen wir mein Handy. So, wegdrücken, ich kann gerade nicht. Ja, ich konnte. Witzigerweise konnte ich es von mir gerade nicht wegdrücken. Hat er gesagt, nö. Also bei mir war der Wecker jetzt einfach. Zwischendurch habe ich meinen Wecker laufen, falls ich mal einpenne und dann doch irgendwie noch wach werden will. Jawohl, Volltreffer mit dem Schwert im Fall. Die Hütte ist noch nicht so ganz fertig. Da fehlt, glaube ich, irgendwie noch ein Teil vom Boden oder so. Diese Baumhaus. Ja, das ist für noch zwei oder drei. Ja, wie gesagt, seht uns bitte nach, dass momentan einfach ein bisschen die Luft raus ist, zu dritt. Weil wir wirklich nur bauen wollen, weil wir einfach uns vorgenommen haben, solange wir nicht komplett vollständig sind, machen wir nicht allzu viel. Das ist einfach nur fair gegenüber den anderen, die dann da mal zwischenzeitlich fehlen. Gerade weil Markus, glaube ich, auch für YouTube macht. Jetzt hat es ja. Und sonst ist es halt einfach nicht unfair. Sind wir schon ein bisschen, wir sind jetzt zu viert, Vierertruppe, und dann wollen wir auch alles gemeinsam machen. So. Ist immer ein bisschen schwierig, auch so, alles miteinander abzustimmen, durch die ganzen verschiedenen Schichten und alles rum und dran. Ja, manchmal hat man halt auch so Phasen, wo es einfach nicht geht, ne? Man will, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, das ist genau jetzt gerade einfach im Moment so in einigen Folgen einfach wirklich diese, für mich persönlich die Luft raus. Weil gerne würde ich das Spiel gerne zu Ende machen, aber wir haben ja gesagt gehabt, wir machen wirklich diese 100 Folgen. Mit der 100. Folge beenden wir das ganze Ding hier. Das gerade wär's. Jawohl, das Alter hat's erwischt. Und dann schauen wir mal, was wir danach machen. Deswegen auch einfach mal jetzt einfach letztes Mal der Ausflug ein bisschen in die DBD. Wir werden auch mal wieder in andere Spiele mal zwischendurch ein bisschen flüchten, um einfach ein bisschen was zu überbrücken. Ja, aber ist ja auch normal, man kann ja nicht jetzt wirklich immer nur ein und das gleiche Spiel spielen, ne? Zwischendurch muss man einfach mal was anderes sehen. Naja, klar, das meine ich halt, ne? Ja. Wenn Markus jetzt irgendwann wieder da ist, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt mittlerweile sind, Richtung Folge 80 oder so, also ein bisschen haben wir noch zu tun, oder wollen wir noch ein bisschen zu tun haben, sagen wir es mal so, und dann machen wir dann irgendwann auch wirklich mit der Folge 100 das Ende. Ob wir dann irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen, wissen wir noch nicht, weil danach geht es ja mit Ghost Recon Wildlands weiter, zu viert, und danach geht es ja mit Seven Days to Die. Ja, da bin ich ja momentan so ein bisschen im Fieber, wenn ich mal jetzt zu Hause spiele. Na, ich muss mir das Spiel mal zulegen. Und so, ich habe jetzt. Da hinten ist wieder was Großes hier irgendwie. Ich habe jetzt vor 3 Wochen, hatte ich mal angefangen, noch mit 3 Jungs Seven Days zu spielen. Weil ich ja überhaupt keine Ahnung von dem Spiel hatte. Um da mal so ein bisschen reinzukommen, überhaupt wie was so funktioniert, und das war ganz praktisch. So, hier war da eben noch was Großes, ne? Hier bei mir.
Warte mal, das Viech ist drin. Das Viech ist drin, ne? Das ist doch schön, Mensch. Ich sehe es gerade nur. Denn? Hier, wo ich gucke, wo ich drauf gucke. Ach, da hinten. Es tanzt so ein bisschen im Kreis herum, wie so ein lieber Butzemann. Hö. Ja, ich lock die mal ein bisschen ins Wasser. Ich frage mal, ob die mitschwimmen möchte. Ja. Ja, doch. Nein. Ja, scheint, sie hat die Einladung nicht angenommen. Hm. Ich sehe es auch gerade so schlecht. Die steht jetzt gerade links von dem Baum. Ja. Kommt jetzt in Richtung, steht wieder auf da, wo sie jetzt herkam. Ja. Hallo. Ja. Da scheint aber noch mehr irgendwo zu sein. Das dürfte. Ja, fast. Fast, ja. Da etwas drunter, weiter drunter steht sie. Ja, da hinterm Zauner ist noch was. Ja, ich seh's. Ich brauch eine Packe. Ich brauch eine Packe, sonst bin ich gleich hier. Erfroren. Ja, ich glaube, es ist was Dickes. Ja, hinterm Zaun ist noch was, ist noch einer von, ist nur der Dinger. Ja. Das war ein Fehler. Ich bin von da oben. Ich bin von da oben hoch runter gehüpft. Ja, wo ist sie? Ich baue gerade unseren Zaun weiter, ne? Und das Baumhaus hier hinten. Ja. Falls sie mich sucht. Hm. Ist die denn jetzt hin? Oh, es wird hell. Ja, praktisch. Ach, da ist er. Irgendwas ist gerade sehr, sehr wütend. Die macht aber gerade gar keinen Anschein, um was zu machen. Geht sie doch schwimmen. Sehr gut. Ja, hier ist nicht nur das Dicke, da sind noch zwei von den anderen Heinis. Ich glaube, sie ist platt. Bist du platt? Und jetzt liegt hier so doof, dass wir nicht drankommen, ne? Hm. Na ja, klar. Nö, da kommen wir definitiv nicht rein. Schade. Also irgendwie ist es auch so stockduster, dass man einfach schlichtweg nicht sieht, wo der Gegner ist. Auch wenn er direkt am Zaun steht. Komm mal. Wo ist er? Also wir können theoretisch wieder schlafen. Wir sind jetzt schon Tag 45. Ich bedenke, dass einige teilweise die dann auch ihre Sachen posten, so Tag 100 und noch irgendwas sind. Weißt du? Ja, ich bin jetzt auch schon ewig mehr gespielt in meinem Privatspiel bei Tag 110 oder so mittlerweile. Schlafen geht nicht, wenn ich mich doch drauf. Ich glaube, schlafen brauchen wir gar nicht mehr mit Michael, ne? Gerade. Ich glaube, das können wir uns sparen. Ja,
Ich würde das auch gerne mal dann immer nutzen, wenn wir es können. Wenn wir es brauchen. Ja, muss man hier was essen. Ach komm, nehmen wir heute mal ein leckeres Bein. Yummy. Das war schon schlimm.